Bei den vergangenen Partnerstadt-Olympiaden war es nicht immer selbstverständlich, dass es einen Handballwettbewerb gibt. Bereits mehrmals musste die Sportart bei dem nationenübergreifenden Großereignis pausieren, da sich nicht immer genügend Mannschaften gemeldet hatten. Daher freuen sich alle Spielerinnen und Spieler umso mehr auf die Austragung in Böblingen, denn hier können sie wieder ausgiebig in den Harztopf greifen. Bei den Jungs gehen außer den Gastgebern noch Sitar Trelen, Glenn Rovis und Krems an den Start. Bei den Mädchen werden neben den Lokalmatadoren zudem Sitar Trelen, Pontoise und Krems auflaufen. Das Handballturnier der Partnerstadt-Olympiade 2017 wird in einer Hin- und Rückrunde gespielt. Am 27., 28. und 29. Juli beginnen die Partien jeweils ab 9.30 Uhr in der Murkenbachhalle 1. Die Spielzeit für jeweils 6 Feldspieler und einen Torwart beträgt 2x20 Minuten. Publikum zum Mitfiebern und Anfeuern ist gern gesehen und erwünscht. Handball wurde übrigens vor über einem Jahrhundert erfunden. Seinen heute geläufigen Namen bekam es 1917, also vor genau 100 Jahren. Vielleicht holen die Jugendlichen der HSG Böblingen-Sindelfingen zu diesem Jubiläum ja eine internationale Goldmedaille. Wir freuen uns auf die Partnerstadt und Olympiade, weil? Weil wir dadurch eine Chance kriegen, Erfahrung zu sammeln im Spiel gegen andere Länder. Also, wir freuen uns auf die Partnerstadt-Olympiade, um internationale Mannschaften kennenzulernen und auch mal neue Leute, gegen die wir noch nie gespielt haben. Also alles in allem, wir freuen uns auf eine Multikulti-Partnerstadt-Olympiade. Wir spielen Handball, weil es uns Spaß macht und weil wir es mit unseren Freunden spielen können. Wir freuen uns auf die Partnerstadt-Olympiade, weil es einfach mal toll ist, gegen Mannschaften aus anderen Ländern zu spielen. Ich spiele Handball, weil ich mit Handball einfach aufgewachsen bin und Handball einfach ein Sport ist, der alles hat. Gruppendynamik, viel Bewegung, Spannung und Kräfte werden da einfach gemessen. Es ist einfach ein toller Sport. Und ich spiele Handball, weil ich auch als kleines Kind schon angefangen habe und ich einfach auch durch meine Familie ans Handball gekommen bin. Und ja, ohne Handball könnte ich mir das eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und allein schon das Team, das hat uns alle zusammengeschweißt und ja. Also ich habe auch durch meinen Bruder Handball angefangen zu spielen und es hat mir jetzt halt voll viel Spaß gemacht und ich spiele das auch schon seit ich 4 bin und deshalb könnte ich mir auch nicht mehr vorstellen, dass ich das jetzt irgendwie sein lasse.